Plaudergeist ist aus seiner Schockstarre erwacht. Ich habe eh nur eine einzige Box, da brauche ich gar nicht erst schauen, ob er irgendwelche tollen Items hat. Hab eh nichts zum Tauschen. Gummis habe ich irgendwelche. Nope. War das so viel Geld im letzten Dungeon? Ja, anscheinend schon. So, Panfellhaare, was ist das für ein Panferno? Da war echt viel, verdammt viel Slime-Kost im letzten Dungeon. Okay. Den nehme ich mit. Okay. Na dann, lassen wir uns mal wieder in einen Gummi, den ich da jetzt noch gekauft habe, mixen. Und dann gehen wir in die Kristallhöhle. Der Spezialangriff, das ist doch auch was. Was? Ja, das reicht, was ich da dabei habe. Also dann auf zur Kristallhöhle. Nachdem wir ja jetzt mehr oder weniger wissen, dass dort das letzte Zahnrad der Zeit ist. Ich brauch. Komm, geh da raus. Das ist also die Kristallhöhle. Irgendwo in dieser Höhle, irgendwo müsste es einen Durchgang geben, der uns zum Ziel von Tobots führt. Aber wenn wir jeden Winkel durchsuchen, wird es ewig dauern. Gehen wir als erstes einfach so weit wie möglich hinein. Lass uns unser Bestes geben. Na klar. Der nimmst mir hier erstmal einen Belebersamen raus. Okay, Fio hat's geschafft. Ach Gott, Fio. Na gut. Dann halt ohne Fio. Ja, hat ein Star-Orb.
Naja, stimmt ja. Felino hat Feuchtigkeit, keine Explosionsattacken. Das kriegt ein Donnerblitz. Ein Einmal-Orb. Einer der nutzlosesten Orbs, die es gibt. Oh nein, eine Stolperfalle. Was sind denn das für Monstergänge hier? Level 25 für Destiny. Oh, was haben wir hier? Ein Blaugummi. Oh, jetzt haben wir rote Kristalle. Und ein paar blaue sind auch noch mit drin in der Wand. TM Donnerwelle. Ein Strahlorb. Da wollte ich doch rauf. Du hast einen Apfel. Eine Sinelbeere. Und da ist die Treppe. So. Untergeschoss 11. Da, Sinelbeere kann man immer brauchen. Hier gibt es wieder nix. Na, Angeberei. Dafür habe ich jetzt einen erhöhten Angriffswert. Den merkt man hier auch. Level 28, sehr schön. 28 für Fliegi. Kristallhöhlentiefen. Ist das der tiefste Punkt der Höhle? Hey Kilian, da.
Sieh dir die drei Kristalle an, die sind ja riesig. Sie haben unterschiedliche Farben. Sie sind eindeutig besondere Kristalle. Auf dem Weg hierher haben wir nichts Außergewöhnliches gesehen. Also sind diese drei Kristalle bestimmt ein Hinweis. Sie bergen sicher irgendein Geheimnis. Das klingt logisch. Ich habe dasselbe Gefühl. Auf der Reise zum Nebelsee, wo wir Selfe trafen. Da war die Statue von Groudon der Schlüssel. Und dann auf dem Weg zum Untergrundsee, wo wir Vesper trafen. Dort waren die Treibsandstrudel der Durchgang zum Untergrundsee. Könnte es sein, dass von hier aus ein Weg zum See von Tobots führt? Es müsste so sein wie an den anderen Orten. Es müsste auch hier ein Geheimnis geben. Wow, der Kristall ändert seine Farbe, wenn man ihn berührt. Dieser Kristall ändert auch seine Farbe, wenn man ihn anfasst. Vielleicht hat das etwas mit dem Geheimnis dieses Ortes zu tun. Berühre sie mal selbst. Die Farbe ändert sich, wenn ich ihn berühre. Dann bekommt jedes Mal eine andere Farbe. Drei Kristalle, die ihre Farbe ändern. Was könnte das bedeuten? Ah. Es fängt schon wieder an. Ein dimensionaler Schrei. Ich verstehe. Es gibt drei spirituelle Elemente: Wissen, Gefühl und Stärke. Tobot steht für die Stärke. Er ist das starke Wesen. Stärke ist das, was uns antreibt. Sie ist eine Kraft, die uns alle vereint. Sich vereinen heißt, eins zu werden, wenn die Farben der Kristalle eins würden. Dann würde der Weg offenbart. Welche Farbe hat das Element von Tobots? Das ist die Frage. Tobots lebt am Kristallsee. Außerdem muss das Element von Tobots mit den drei Kristallen verbunden sein. Das war ganz anders als bei meinen vorherigen Visionen. Ich habe nur eine Stimme gehört. Nein, das stimmt nicht. Es war schon einmal so. Das war bei der Statue von Groudon. Damals hörte ich auch nur eine Stimme. Aber warum war das so? Warum habe ich damals nur eine Stimme gehört und jetzt erneut? Hey, ist was los, Kilian? Oh, hattest du wieder eine Vision? Hat sich wieder ein dimensionaler Schrei ereignet? Ich wusste es. Was hast du gesehen? Die Stimme hat gesagt, Tobot sei das starke Wesen. Die Stimme sagte, dass die drei Farben der Kristalle eins werden müssen. Die Farben müssen eins werden. Das ist es. Die Farben sollen gleich sein. Die drei Kristalle müssen die gleiche Farbe haben. Du hast wohl eine Idee, was wir tun müssen? Welche Farbe sollen sie wohl haben? Die Farbe der Stärke. Das muss die Farbe des Elements von Tobots sein. Tobots lebt am Kristallsee, Kristallhöhle und Kristallsee. Da ist das Element von Tobots vielleicht kristallklar? Oder hat es vielleicht die Farbe von Wasser? Du bist wirklich auf einen guten Gedanken gekommen, was? Okay, ich überlasse es dir. Mal sehen, ob du das Rätsel der Kristalle lösen kannst. Ja, wenn man Tobots einigermaßen kennt, weiß man, dass seine Farbe blau ist. Moment, bevor ich das mache. Ich darf ja hier mal wieder ein bisschen Zeug lagern. Oh, mein Lager ist voll. Mehr kann ich nicht mehr lagern. Ah, ein Beben. Es wird gefährlich, Kinder. Weg von hier. Wow, was ist das? Da ist eine riesige zerklüftete Öffnung in der Mitte. Meinst du, wir sollten da durch? Vielleicht kommen wir so zu dem See, in dem Tobots lebt. Diese drei Kristalle waren der Schlüssel.
Sie haben einen Weg offenbart, der zu einem Zahnrad der Zeit führen könnte. Gehen wir. Auf zum See von Turbots. So, aber nachdem mein Lager voll ist, wird es ja eigentlich höchste Zeit, dass ich mal wieder einen Rang hoch bekomme. Ein Bojelin. Vermisse hier so ein paar ganz bestimmte IQ-Fähigkeiten noch. Wie zum Beispiel Konzentrierer. Schon wieder ein Monsterraum. Schauen wir mal, ob wir das ohne Erstaub schaffen. Ein Burma-Dame. Ich habe schon ein Burmi. Will ich jetzt nicht. Level 26 für Destiny. Mein Inventar ist damit mal komplett voll, aber ich habe es mit Gummis vollgestopft, den ganzen Rest, den ich noch mitnehmen konnte. Eine Sinelbeere, wenigstens diesmal kein Belebersamen. Ah ja. Mit Ladungsstoß wird das später dann noch schöner in den Monsterräumen.